Moria, Lesbos. Wieder ein Winter, in dem hier tausende Migranten unter schlechten Bedingungen ausharren. Die, die mehr Glück haben, haben einen Platz in dem organisierten Flüchtlingslager bekommen. 3.500 Menschen können dort unterkommen. Aber die, die außerhalb des Zentrums leben, sind der Kälte und dem Regen ausgesetzt. Sie versuchen, ihre Familien zu schützen. Sehen Sie, was wir hier versuchen? Wir wollen ein kleines Holzhaus bauen. Sie haben uns ein kleines Zelt gegeben, aber da passen wir nicht rein. Wir sind 7 Familienmitglieder. Wer kann auf einem Feld voll mit Pfützen und Steinen leben? Es ist Winter und ich habe keine gute Kleidung. Ich habe nur dieses Shirt. Im September stieg die Zahl der Flüchtlinge auf 9.000. Eine untragbare Situation. Die Menschen mussten sich 3 Stunden lang für Essen anstellen. Ich bin 36 und habe 8 Kinder. Diese Jacke ist meine einzige für den Winter. In der letzten Zeit hat es viel geregnet, das Wasser dringt ins Zelt und es wird richtig kalt. Moria ist kein Ort für Familien. Hier bleiben wollen wir nicht. Wir müssen weg. Wir wollen nach Athen. Gegen Ende des Jahres lebten noch 5.000 Migranten in Moria. Aber viele von ihnen fühlen sich gefangen auf der Insel. Das Ministerium für Migrationspolitik schätzt die Zahl der Migranten in Griechenland auf 70.000. 11.900 von ihnen leben auf den Inseln der Ägäis. 3.500 sind unbegleitete Minderjährige. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht die griechische Regierung und die Europäische Union in der Verantwortung. Durch die Abmachung zwischen der EU und der Türkei versucht die Europäische Union, sich mit Geld von ihrer Verantwortung freizukaufen. Sie bezahlen Staaten wie die Türkei oder Libyen, um Flüchtlinge aus dem eigenen Vorgarten fernzuhalten. Freiwillige Helfer versuchen, die Kinder bei Laune zu halten, aber die Lage in Moria wird so lange schlecht bleiben, bis eine große Zahl von Flüchtlingen auf das Festland gebracht wird. Guantanamo, Schandfleck Europas, das schlimmste Flüchtlingslager Europas, nur ein paar der Namen, die Moria von Flüchtlingen, Organisationen und Medien in den vergangenen Jahren bekommen hat. Aber die griechischen Behörden argumentieren, die schlechten Bedingungen seien eine Folge der steigenden Zahl an Migranten, die über die Türkei einwandern. Apostolos Taikos, Euronews, Lesbos.